einen wunderschönen Gruselabend oder einfach nur einen normalen Tag, wenn ihr euch nicht traut, das im Dunkeln zu gucken. Und herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear. Und wir sind, wo sind wir denn eigentlich? Kapitel 3 oder Kapitel 4? Ach, das sehen wir hier. Ja, wir haben gerade, ach, guck mal, das dritte Filmband eingelegt und es heißt runter in diese überhaupt nicht ominös wirkende Luke. Es wird super. Okay, ich, hallo? Ich gehe rückwärts, das ist cooler. Eieiei. Och nö. Was ist denn jetzt? Was ist denn? What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Fun Fact, ich bin mir relativ sicher, ich habe das irgendwann mal gelesen, wenn man an so einer Muschel lauscht, dann ist das das Blut, also dein Blut, das durch deine Ohren zirkuliert. Und dass das irgendwie dieses, in diesem Schallkörper der Muschel dann dieses Rauschen verursacht. So viel dazu. Huch! Ach du meine Güte. Okay, sehr gut. Genau, wir haben keine Taschenlampe mehr. Das ist auch noch etwas, an das wir uns gewöhnen müssen. Andererseits kann ich dann hoffentlich annehmen, dass wir auch nicht verfolgt werden. Das sieht ja aus wie im Fuchsbau. Ist ja alles krumm und schief. Oh, da ist schon wieder dieser... Warte mal, ich bin klein, oder? Ich bin schon wieder auf so Kindsgröße. Das ist der Vogelkäfig, kennen wir auch aus dem Main Game. Hoppala. Was ist denn jetzt los? Wieso ist denn jetzt hier der Mauscursor drin? Ich versuche das mal kurz zu fixen. Wir sind sofort wieder da. Ich habe es gefixt. Call me Hackerman. Ich musste einfach nur einmal Escape drücken und dann. Das war doch sehr einfach. Okay, wir können uns hier aber nichts angucken. Ich nehme an, wir müssen hier auch nicht. Ah, natürlich. Immer den Markierungen nach. Das ist völlig normal. Wir haben LED-Fenster installiert. Warte mal. Das ist vom Aufbau her super ähnlich zu dem Haus vom Main Game. Ist alles nur ein bisschen kleiner. Von da kommt man rein. Denkt nochmal drüber nach. Da ist die Eingangstüre, die Haustüre. Da kommt man rein ins Wohnzimmer, in seinen Eingangsbereich. Hier ist ein Badezimmer, wenn da jetzt ein Badezimmer ist, ne? Da geht's in diesen kleinen Stauraum. Hier ist eine Kellertür. Hier ist die Tür fürs Atelier. Und da hinten geht's in die Küche. Das hängt also doch irgendwie zusammen. Aber die Frage ist, how? Nee. Oh. Kitchen. Wie zuvorkommend. Inwiefern hängen... ich lese mal. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle, einen Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Okay. Aber ja, gut, okay, das Layout des Hauses ist gleich, aber... Ja, das ist ja, es kann ja kein Zufall sein, dass das den exakt gleichen Aufbau hat. Ja. Ja, so wie wir es gewohnt sind. Achso, das Tapete. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal ganz... Ich habe das doch ausgemacht hier. Ich möchte jetzt kein Radio. Ich dachte, da bewegt sich was. Ich möchte jetzt kein Radio hören. Ich möchte jetzt einmal kurz hier... Das ist die eine Tür, von der ich gehofft habe, dass sie verschlossen ist. Gut, gucken wir kurz in den Keller. Ach, so ein Mist aber auch. Dann wollen wir mal schauen, was in der Küche auf uns lauert. Sag mal. Come, faithful servant. For tonight we brew a ghoulish concoction. The world's strangest stew. Ich hinterfrag das mal nicht. Barley, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel.
Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Der Mann hat einfach zu viel Sea of Thieves gespielt. Und sich sehr an Ruffy orientiert, was das Essen angeht. Ja. So, jetzt ist die Frage, machen wir hier einen Topf? Lecker Gulasch? Okay, wir können da einfach drin rumplanschen. Ich finde das immer geil, wenn so die Gewürze und so getrocknete Sachen, wenn du da so ein Kräuter-Rack hast. Was sollte ich eigentlich auch mal haben hier? So, was ist denn hier Sache? Was ist denn das schon wieder alles? Schon alles sehr. Gehirn. Seasoned by sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Das ist aber. Also ich bin kein Experte, ne? Aber ich glaube, dass da vorne diese Ecke, so sollte das nicht aussehen in einem Gehirn. Ich glaube, insgesamt ist das farblich eher schwierig. Eigentlich finde das so witzig, dass unser Gehirn einer Walnuss so ähnlich ist. Also rein optisch gesprochen, ne? So, da können wir lang. Okay, mal gucken. Können wir hier auch rein? Das geht auch. Okay. Ich finde es gut, dass jetzt unten rechts... Ach, ihr seht das gar nicht. Ich blende mich mal aus. Wir haben das Gehirn anscheinend im Inventar. Sehr gut. Ich geh mal hier rein, weil das finde ich ist ein bisschen einladender. Wenn man hier von einladen sprechen kann. Nein, das ist schon wieder... Nein. Ach, warum denn immer nie... Oh. Kollege. Da wurde... okay. Wurde ein bisschen das Werfen geübt, ich verstehe. Ich nehme das Herz mal mit, ne? Sieht aus wie ein Herz, oder? Ja. Hollowed by longing. Steampunk. Hardened by loss. Once slick and polished, has lost all its gloss. Alter, das ist aber ziemlich cool designt, muss man sagen. Oh. Oh nein, oh Mann, ich hätte der armen Ratte echt gewünscht, dass sie es einfach hinter sich hat. Oh Mann, nee. Kümmer dich gut um sie, ja, heil sie, mach sie ganz, mach sie heile. Alles andere ist egal. Rette die Ratte. Okay, wir haben Herz, wir haben Gehirn. Was ist dann wohl das Nächste? Was wäre noch so ein... Junge, ist das fies. Hi, ich nehme das mal mit, ne? Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface, warped to its core. Warum? Ja, entschuldige mal bitte. Was denn? Soll ich es wieder hinlegen? Ich wusste ja nicht, dass dir das so viel bedeutet, das Beinchen. Kümmer du dich mal lieber auch um die Ratte. Mein Gott, die meckern hier immer alle, tun so, als hätten sie das Schlimmste los. Dabei ist da drüben eine Ratte und kämpft um ihr Leben. Aber das ist wieder allen egal. Und hier komme ich immer noch nicht rein. Wo soll denn der hin? Och nein, sag mir nicht. Sag mir nicht, ich muss die Sachen in den Eintopf werfen. Lecker Gehirn und Herz. Natürlich einmal den Arm rein, einmal das Gehirn rein und das Herz. Was denn? Wo? Oh. Ich dachte schon ganz kurz, ich muss weglaufen. Oh, das ist aber auch wieder hier ein ziemlicher Fiebertraum, ne? Was ist hier los? Sind wir hier in... Das erinnert mich, wenn ich solche Plattformen sehe, muss ich automatisch an Mario denken. Es geht nicht anders. Jimmy, Father's screening the Black Wanderer.
Father. Ah, warte mal. Vater zeigt. Hat dem Vater dann ein Kino gehört? Oder ist der Vater Regisseur? Oder wie? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, die Kinder waren doch super arm. Da werden die ja kein privates Kino haben. Das ist ja. Wir schleichen hier oben rum. Movie's almost over. Time to go. Oh, Bedroom. Okay. Dann, ja. Ich habe viele, viele Fragen. Das kann ich euch aber sagen. Oh. Blutige Wurzeln habe ich gerade mal lesen können. Schon mal gut zu wissen. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. So nennt man das. Das ist ja gut zu wissen. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum seinem eigenen Gewicht stand. Okay. Nee, da geht's nicht weiter. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das alles in Verbindung steht mit der Main Story. Ich nenne das immer die Main Story. Das greift wahrscheinlich, also geht wahrscheinlich nahtlos ineinander über. Aber ich hab's noch nicht verstanden. Wo denn? Okay, verstehe. Oh, warte, was ist das hier? Unleserlicher Name. Aber CPL ist doch, was, ach, was, wofür steht denn das nochmal? Ist das Kaplan oder ist das was Militärisches? Ach, egal. In Anerkennung ihres außergewöhnlichen Dienstes bei der Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät an der Westfront und der Verletzungen, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten haben, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das silberne Kriegsabzeichen zu verleihen. Ihnen zu verliehen. Mögen sie es mit Stolz tragen, in dem Wissen, ihre Pflicht gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnung findet am 5. Januar statt. Mit freundlichen Grüßen blub, im Auftrag des imperialen Generalsstabs. Mhm. Aber das kann man doch lesen. Also, ja gut, okay, ist das unleserlich. Gut. Irgendwie. Was? Oh Gott, hier ist schon wieder. Geräuschkulisse. Okay, was geht hier ab? Was macht der denn da? Haben wir das Gefühl, dass... Könnte der Künstler sein? Nee, oder? Nee, aber andererseits, das würde Sinn machen. Ein bisschen Unterwäsche raussuchen. Oh, was haben wir hier? Ah, sehr schön, noch ein Dia. Das haben wir lange nicht mehr gefunden. Ich glaube, da haben wir auch bestimmt schon ein paar verpasst. Alles cool bei dir? Brauchst du Hilfe? Hm? Oh, warte mal. Das ist aber jetzt neu. Beruhig dich doch mal. Oh, was ist das? Ist das eine Höhle oder ein Maul? Es ist schwierig zu sagen. Okay, aber wir können es da jetzt... Oh mein Gott, ich weiß. Oh, okay, gibt's... Ich klebe das mal hier dran. Oh Gott. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything. And what do I get in return? A little gratitude. A little heart. Is that too much to ask? Wir lesen mal kurz. Delilah. Hey there, Delilah. Oh Gott. Sie mag Jungs sehr und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich. Vielleicht etwas zu freundlich. Delilah the top woman. Okay. Meint ihr, das ist die Schwester, die wir da gerne mal hören?
Was können wir hier machen? Geben wir ihm dann das Pik Ass? Ah, nee. Oh. Nee, wir haben es jetzt ihm jetzt, glaube ich, das blockiert, ne? Was hat der gute Mann? 73784. Ich kenne mich so gut nicht im Poker aus, aber das ist meiner Meinung nach nicht viel. Das ist ein 7er-Pärchen. Andererseits 3-4. Keine Ahnung, wie er eine 5 oder 6 kommt. Dann hätte er ja eine Straße, aber... Ach, egal. Na, Grinsebacke. Ach so, das Ding kommt runter, damit wir da den Mund dran kleben können. Ich gucke jetzt noch ganz kurz, ob sich hier im Unterwäscheschrank was verändert hat. Aber es sieht alles... alles gleich aus. Wir könnten... Nee, raus können wir nicht. Oder? Ich probiere mal. Nee. Ich will unbedingt an diesen Koffer. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Sollen wir das jetzt besorgen, dieses Ass, oder wie ist das zu verstehen? Ja, wir können es jetzt wieder drücken. Ja, okay, ich nehme das mal mit, ne? Und klebe das dann einfach mal hier dem komischen Krabbelpüppchen an den Mund. Ah. Das wird ja alles immer abstruser. Okay, ich sage, wir holen das Pik Ass, geben ihm das beim Kartenspiel, dann geht der Koffer auf und da ist das Halsband drin. Ja, da ist es doch. Wunderbar. Pik Ass, give me that. So, wo ist die Schnute? Dann geben wir das hier dem Ding. Ich kenne doch meine Videospiele. Oh, warte mal, ich glaube, ich verstehe es gerade. Ist das vielleicht ein Anhänger von unserer Mutter? Und er verspielt den hier beim Glücksspiel? Und wir, ja, ob das jetzt in echt passiert ist oder nicht, haben jetzt irgendwie nachgeholfen, zumindest in dieser Traumwelt, das wiederzuholen? Macht das Sinn? Oder dichte ich mir hier irgendwas zusammen? Das kann auch sehr gut sein. Ich hab's doch. Da. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Oh. Eva, also, das sind aber harsche Worte hier. Da kann ich die... Was? Da kann ich den... Dieses Maul dran kleben? Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Hey, 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 sowas sagen wir hier nicht. Sowas will ich hier nicht hören, junger Mann. Ich komme da nicht rein. Ich gebe mir wirklich alle Mühe. Hä? Oder muss ich... Kann ich irgendwas sehen? Da soll ich doch reingehen. Ah ja, guck mal. Mit ein bisschen Druck klappt das alles. Einfach W-Taste fester drücken. Oh. Hey, das ist doch aus Herr der Ringe. Das kenne ich doch. Geil. Bis auf das Schiff. Und die Figuren sehen ein bisschen anders aus. Aber das bedeutet, dass bald Boromir stirbt. Be quiet. Just watch. Ich guck ja. Super geil. Hab ich aber schon gesehen. Ach Gott. Natürlich kriegen wir jetzt den Basement Key. Father will be leaving the projection room soon. Also okay, unser Vater macht hier irgendwas mit Filmen und
Wir schleichen durchs Haus, während der da irgendwie busy ist. Und offensichtlich dürfen wir das anscheinend nicht, sonst müssten wir das ja nicht heimlich machen. Ich krieg das nur trotzdem noch nicht zusammengefügt mit dem, mit der Main Story. Genau, wir müssen jetzt, da kommen wir nicht rein, hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Nö. Okay, dann müssen wir schnell verstecken. Da kommt auch noch Licht durch. Warte, was ist da? Mein geliebter Ehemann, der Doktor sieht meine Aussichten verhalten optimistisch. Er fürchtet, dass die Schwierigkeiten, die ich bei Lillys Geburt hatte, nun zu gewissen Komplikationen führen könnten. Dennoch glaubt er, dass ich durchaus imstande bin, ein weiteres Kind zu bekommen. Und mit dir an meiner Seite glaube ich das ebenfalls. Ich muss zugeben, dass die Schmerzen in letzter Zeit stärker geworden sind, aber ich wage es nicht, mich zu beschweren. Verglichen mit dem, was du durchgemacht hast, ist mein Leiden kaum erwähnenswert. In ewiger Liebe. Das klingt schon sehr nach der Mutter aus der Main Story. Na, mein Gott, okay. Wir gehen in den Keller, so wie es das spielen möchte. Bin echt gespannt, wann es bei mir Klick macht. Wenn es das überhaupt jemals tut. Achso. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Hingucken, ne? Hat sich da irgendwas? Huch! Gottchen. 90-90. Ich weiß ehrlich nicht, was ich hier tue. Klappe zu, Affe tot. Oh. Ich hab's mir überlegt. Scheiße, ich krieg dir da nicht mehr raus. Ja, gut, okay, dann bleibst du jetzt halt da drin in deiner Kiste. Oh, das war der Höhlensticker, der sich da gerade geöffnet hat. Oh, was? Das Geräusch ist nicht gut. Ich sehe gar nichts. Kann ich mich hier überhaupt... Nee, kann ich mich gar nicht lang bewegen. Oh Gott, das ist nicht gut. Okay, den schmeißen wir einfach zum anderen Kopf. Okay, hier... Doch, da geht's weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weiter will. Ich sehe nichts. Hä? Ich bin auf dem richtigen Weg. Offensichtlich bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Könntest du vielleicht kurz ruhig sein? Junge. Das ist eine verkehrsberuhigte Zone. Du kannst hier doch nicht so durchbrettern. Erstmal am Kopf schrauben. Entschuldigung. Ja, dann packen wir den Kopf. Wehe, wenn der jetzt von rechts zurückkommt, ne? Ich drehe mich gar nicht um. Nee. Ich bin die Ruhe in Person. Wenn ich singe, kann mir nichts passieren. Wupp. Das ist der Ich bin unverwundbar Song. So, aller guten Dinge sind drei, oder? Plopp. Jetzt haben wir eine sehr große Truhe für sehr wenig Köpfe.
Ich bin super mutig. Ich gehe nochmal hin. Die Frage ist, ob ich da... Oh, ich muss kurz am Arm jucken. Ob ich da nochmal rein muss? Ja, das ist definitiv anders. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Nee, da sind ganz viele Köpfe drin. Ich will da nicht rein. Oh, oh Gott. Ich komm gar nicht. Was? Ich komm da gar nicht rein. Ich nicht mal, wenn ich wollte. Ist schon voll, ist besetzt. Oder muss der hier drauf, der Kopf? Nö. Immerhin haben wir was zu trinken hier. Ich kann den Kopf doch nicht reinpacken. Hä? Silence can be empty. Ja, cool, aber das hilft mir ja so gar nicht. Silence can be empty. Ich kann nicht springen. Ich kann den Kopf hier nicht reinlegen. Muss ich Krach machen? Aber wie? Silence can be empty. Silence can be empty. Ja, aber... Bitte. Sprich doch nicht so kryptisch. Sag doch, was ich machen soll. Ich sauf mir jetzt hier ein Bier. Oder Wein oder was auch immer. Es muss doch damit zu tun haben. Ich gebe mir wirklich alle Mühe, Leute. Jetzt spricht sie gleich wieder. Nee, sie ist erstaunlich still. Ich stelle mich hier mal hin und guck einfach. Ja, bei euch so? Alles cool? Meint ihr, das Game erkennt mein Mikro? Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Ich werde mal ganz kurz schauen, ob ich es mir verbuggt habe oder ob ich was nicht checke. Und dann bin ich gleich wieder da. Uno momento. So, ich habe jetzt gerade nochmal den Abschnitt neu gespielt und habe den dritten Kopf gerade in petto. Wir sehen es hier. Zwei Köpfe drehen. Jetzt kommt der dritte. Mal schauen, ob es jetzt irgendwie weitergeht. Ja. Ach ja, genau. Und wir gehen weiter, holen uns jetzt den vierten Kopf. Und ich hoffe, es klappt diesmal. So, hier kriegen wir den ja. Und dann kommt gleich hinter uns die Truhe. Und ich hoffe, es klappt diesmal. Ups. Ach, natürlich. Jetzt geht's. Sehr schön, dann geht's auch noch weiter hier. Okay. Was muss ich machen? Einfach gehen?
Was, wirklich? Na gut. Aber das ist ja offensichtlich eine Anspielung an diese Kreatur, die uns da immer verfolgt hat. Das ist ja so ein, weiß ich nicht, so ein Salat aus Mannequin. Oh, ungefähr so sieht das aus. Alter, was ist das denn Wildes? Das muss ich mir einmal kurz... Scheiße, das ist... So. Wie das aussieht. Die Hydra, die den Schatz beschützt. Ach Gott, oh Gott. Child Room. Wo ist der denn wohl? Oh, der ist bestimmt oben auf der Etage. Ah, okay, und hier wird der Schacht aber wieder so hölzern. Okay, ich dachte ganz kurz nämlich, es bleibt jetzt dabei. What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Oh, Jimmy, it has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just stay formless. Alter, das ist... Wie kann man als Kind mit so einer Puppe spielen? Das ist ja... Boah! Das ist ja Nightmare Fuel ohne Ende. Direkt weg damit. Meine Güte. Will doch keiner haben, so ein Ding. Okay. Wir. Ah, guck mal, hier wird ja schon angezeigt. Hallo! Also doch. Das ist alles unheimlich verwirrt. Hatten wir denn zwei Kinder in der... Nee. Oder... So? Ich weiß es nicht. Vor allem weiß ich nicht, wie ich... Ah, guck mal. Oh Junge, das wird aber jetzt eine Kletterpassage. Sag mal, spinnst du? Bist du komplett wahnsinnig, Junge? Ich feg dir gleich den Hut vom Schädel. Go on, pick it up. Was ist meine Optik? Was? It will be by your hand. By your action. Aber ich will nicht. Oh, guck mal, ich kann. Nein, ist ja gut, Schweini. Aber du. Doch, wenn die böse Stimme sagt, das soll ich nicht machen, dann mache ich's. That's right. Don't hesitate. You know, I wouldn't. Oh, ich habe Angst, dass ich was Schlechtes tue. Yes. Show me you're strong. Like me. Das ist ein schlechter Witz. Nein, warum? Nein, warum musste das denn euch? Ich dachte, das ist die gute Entscheidung. Och, nö. Aber die böse Stimme hat gesagt... I'm alright. Lily. 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 I've fallen alone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now... I can become someone else. Was ist hier los? Ich... So viele Fragen. Oh! Was ziehe ich denn heute an? Oh ja, einfach... Einfach diese Decke. Das scheint mir modisch sehr gut zu sein. Oh, nochmal filmen. Ah.
Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wenn ich das damals im Kino so gesehen hätte, ich hätte mir ordentlich einen abgegruselt. Ist halt auch wieder so eine Tiefseekacke, ne? Das will ich nicht. Nee, wir gehen weiter. Das ist zu gruselig. Ich kann wieder heute Nacht nicht schlafen. Oh boy. Den Schlüssel fürs... Oh, aua. Fürs Office. Ich bin gespannt, ob das Office da sein wird, wo das Atelier war oder ist. Da liegt auch nochmal was. Ein Piratenhüt. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Alles klar. Hier muss aber auch mal dringend durchgefegt werden, ne? Also, oh Gott. Ich hätte fast die Klappe ins Gesicht bekommen. Office hier? Office da. Das ist auch exakt wie das Büro. Das ist das Haus, das kann mir niemand erzählen. Das muss so sein. Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Okay. Was ist das? Hä? Ist das ein Schulterpanzer? Ist das einfach ein normaler Schild? Ist das... So viele Fragen. Huch. Oh, noch ein Dia, das ist sehr gut. Okay, ich habe jetzt den Schild. Kann ich mich vor den Strahlen jetzt... Nee, oh mein Gott, baue ich mir eine Rakete? Oh, ich baue eine Rakete. Da fehlt noch ein Teil. Oh, Raketen bauen ist so einfach. Warum hat das Elon Musk niemand gesagt? Der braucht da Milliarden für sein Unternehmen. Alles, was du brauchst, sind 4 Blechteile. Und ein Knopf. Oh, Junge. Gut, okay, vielleicht braucht man ein bisschen mehr für Raumfahrt. Aber was könnte fehlen? Muss ich Feuer finden? Ich habe Feuer gemacht. Oder muss ich gedrückt halten? Nee, das geht nicht. Ach, guck mal, hier, da ist doch noch so ein... Aber das brauchen wir nicht. Und raus kann ich auch nicht. Ich werfe noch einmal einen Blick auf die Rakete. Die ist ja soweit. Majestätisch, umwerfend und eigentlich fertig. Oder muss ich die woanders... Ich kann die auch nicht irgendwo anders hinziehen. Was fehlt denn? Müssen wir irgendwie Feuer machen? Oder Strom an? Oder... Warte mal hier, das sieht doch so ein bisschen so aus wie so eine Art stilisiertes Feuer. Aber das kann ich nicht einsammeln. Und hier in der Ecke ist gar nichts. Hier ist nichts. Muss der Vorhang weg? Nö. Och Mann, jetzt nicht schon der nächste Hänger. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lese nochmal. Ja gut, das ist mir das der Steuermann. Hat der irgendwas mit der Rakete zu tun? Bin ich hier rein? Nö. Starte! Oder ist hier irgendwas?
ich irgendwas anklicken? Nö, da ist nix. Hier im Regal ist auch nix. Muss ich die Plattform da drunter schieben? Oh, das ist aber hier nicht gut gearbeitet, ne? Schieb, schieb. Wir hängen schon wieder, Leute. Aber was ist das Problem? Was braucht diese Rakete, um ins Weltall fliegen zu können? Und wie sind wir eigentlich von Piraten jetzt zu Weltall gekommen? Hier das Teil, das sieht doch perfekt. Sieht das so aus, als wäre das super relevant. Ich kann es nicht einsammeln. Ich versuche das gerade so ein bisschen mit diesem Ausschlussverfahren, dass man an dem Ort, wo man was eingesammelt hat und davon maximal weit entfernt. Ah, warte mal. Hier ist... Das ist ein Stromkabel. Ach, ich bin so clever, es ist unglaublich. Oh, es hat einfach nur ewig lange gedauert. Ja, so muss es aussehen. Deswegen bin ich auch nicht in der Raumfahrt. So, und jetzt. 3, 2, 1, take off. Take off. My brother. He was always there. Oh Gott. Following in my footsteps. Silent. Smiling silent. Oh Gott. Like a warm shadow. But never really present. Sometimes when darkness fell across town. We'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. To make a thousand hearts bleed, a thousand heads turn, a thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime, a light on the horizon, a flame. To call his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. There we were. Dreaming our souls away into the night sky. When we could almost reach out and take it. A cool shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something... Ich weiß nicht so richtig, was hier... Was war das denn für eine... Also, das war ja ein völlig neues Level von abgedreht. Okay, und wir sind aber immer noch in dieser Welt. Oh no. What will the Black Wanderer do now? Ach, das ist die Flying Dutchman. Das ist normal. So, das ist der Schlüssel für... Bathroom. One day we'll get to see how it ends. Das
Das war ja super strange. Ich habe keine Ahnung, was mir damit gesagt werden sollte. Was ist denn jetzt mit unserem Bruder? Und also, Fragen über Fragen. Aber das Allerschlimmste ist ja, dass das hier jetzt das Folgenende ist. Wir können es nicht ändern. Wir haben so, hier ist schon, wir haben schon über Stunden gemacht, über Minuten. Und wie dieser absolut abgedrehte Fiebertraum, also es ist ja wirklich, wie das hier ausgeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut.